Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie nach dem letzten Vorbereitungsheimspiel unserer Mannschaft gegen Dresden. Ich begrüße den Trainer unserer Gäste, Herrn Bill Stewart, unseren Trainer Leos Sulak, und darf zunächst das erste Wort überlassen unserem Gastwirt hier im VIP-Raum, Herrn Willi Zimber. Liebe VIP-Raum-Gäste, heute darf ich mich bedanken beim Weingut und zur Küferei, beim Martin Wellenreiter und seinem Team für die Bewertung. Vielen Dank. Die Zahlen zur heutigen Begegnung: 2.394 Zuschauer haben das Spiel in der Franz-Siegel-Halle verfolgt. Die Ergebnisse der anderen Spiele: Es gibt ein Endergebnis meines Wissens, Weißwasser gegen Frankfurt 0:2. Kurz vor Spielende steht es zwischen Bad Nauheim und Bremerhaven 5:6. Zwischen Kassel und Krimmitschau 3:3, ich korrigiere mich. Und Kaufbeuren gegen Rosenheim 4:1. Erst um 20 Uhr begonnen haben die Spiele Heilbronn gegen Bietigheim. Dort steht es Mitte des Schlussdrittels 1:0 und Ravensburg gegen Rissersee ebenso 3:3. Und jetzt kommen wir zur Analyse der beiden Trainer und ich darf zunächst bitten, Herrn Bill Stewart aus Dresdner Sicht die Worte zum Spiel zu finden. Ja, guten Abend zusammen. Das war ein wichtiges Spiel für uns, Playoff-Spiel. Wir haben gespielt sehr, sehr intensiv heute Abend und ein bisschen Glück, aber die Jungs gespielt in der letzten Drittel ohne Disziplin. Aber die Untersauspiele für uns heute Abend war sehr, sehr stark. Dankeschön. Guten Abend. Wir haben das Spiel ganz gut angefangen. Und zwar waren die Dresdner läuferisch, haben die uns unter Druck gesetzt. Aber das erste Drittel war von unserer Seite ganz gut. Nur zwei Fehler machen wir und kassieren die zwei Tore. Ich glaube, beim Stande 3:2, da waren die Chancen zum 3:3 und die Dresdner haben heute zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und das war der Schlüssel zum Erfolg. Aber von unserer Seite war das kein schlechtes Spiel. Uns hat heute ein bisschen Glück gefehlt und aber der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Danke. Ja, ein Dank an die beiden Trainer und damit ist die Fragerunde für die Medienvertreter eröffnet. Dann hast du im Prinzip ja schon gesagt, hat auch ein bisschen Glück gefehlt und so weiter. Also die Dresden haben sicherlich verdient gewonnen. Aber trotzdem ist es heute wieder so ein Spiel, wo man sagen kann, es war mehr drin. Wenn es am ersten Drittel 2:0 für uns steht, statt 1:2, ist das auch ein Ergebnis, das in Ordnung geht. Oder wie siehst du das? Ja, vollkommen richtig. Es ist so. Das ist alles okay. Wo wir müssen das sehen, wo die Dresdner da mit dem Kader und was die da haben, das ist eine Spitzenmannschaft. So spielen die, so werden die in den Playoffs bestimmt auch spielen. Und dass wir das Glück brauchen dazu, dass wir solche Spiele gewinnen, ist ganz klar. Und ich glaube, dass wir auch schon oder die Jungs da ein bisschen mit den Köpfen da in den Playdown sind und nein, das kann man nicht sagen, dass die nicht alles gegeben haben, die haben alles gegeben. Weitere Fragen? Alan, Stewart, ihr habt noch im ersten Drittel 2:1 geführt. Habe ich das trotzdem richtig gesehen, dass ich mit Ihrer Mannschaft wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden war? Also ich habe den Eindruck, im zweiten Drittel war euer Spiel intensiver noch, also besser als im ersten. 2:1 immer, wenn 2:1 8 Stunden in der Bus, das ist okay für mich. In die zweite Drittel ein bisschen besser, in der letzten Drittel
We found our legs. Das ist sehr, sehr gefährlich für uns in die erste Drittel, aber the boys found a way. Das, glaube ich, brauchen wir nicht zu übersetzen. Gibt es noch weitere Fragen? Frage zum Wölfel, dürfen heute wieder ein paar Minuten Spielpraxis geben. Es fehlen mir praktisch, was weiß ich, fast zwei Spiele, um auf die 300 Minuten zu kommen. Ist das eine Überlegung bei dir, ihn am Sonntag und am Dienstag spielen zu lassen? Ich habe mir zum Schluss die 3 Minuten gegeben, dass der jetzt 200 Minuten hat und jetzt noch 5 Drittel ins Tor. Klar, der wird jetzt in Bremerhaven ins Tor kommen und gegen Krimitschau. Und da wollte ich auch, dass der Metti dabei ist und dass der auch ein Drittel noch Spielpraxis bekommt. Das war, warum ich das gemacht habe. Das war nicht, dass ich den Putz da rausnehmen wollte, nur aus Spaß oder irgendetwas. Das ist die Überlegung, dass wir für die Playdowns alle 3 Torhüter zur Verfügung, dass die zur Verfügung stehen. Wenn das Mikrofon schon hast, stelle ich eine letzte Frage. Weißt du schon was vom Herren, der ja ausgeschieden ist? Ja gut, wir hoffen, dass es nur eine Schulterprellung ist, aber das ist auch... Eine Schulterprellung kann viel bedeuten, weiß ich nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Der kann mit dem Arm bewegen. Die Ärzte meinen, dass es nicht so schlimm ist. Gibt es sonst noch Fragen? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Dann bedanke mich bei Herrn Stewart auch und wünsche Ihnen und Ihrer Mannschaft eine gute Einfahrt nach Dresden. Unsere Mannschaft spielt noch 2-mal auswärts, der Leo Schatz gerade erwähnt, in Bremerhaven am Sonntag und 2 Tage später in Krimitschau. Dann ist die Vorrunde beendet. Wir haben eine kleine Pause und die Playdowns beginnen am 11. März. Ich hoffe, wir sehen uns dann alle wieder. Ihnen ein schönes Wochenende und Dankeschön.